Da sind wir. Guten Tag und herzlich willkommen zum Presseclub live aus Köln. Wir haben einen ganz wunderbaren Sonntag gerade. Schön warm, schöner Spätsommertag, so wie wir es eigentlich genießen wollen. Und trotzdem ist es ja so, dass viele von uns auch die Bilder aus den vergangenen Wochen und Tagen im Kopf haben von den Unwettern im Ausland. Wir schauen mal drauf, was passiert ist. Hongkong zum Beispiel kämpft mit den schlimmsten Regenfällen seit 140 Jahren. Griechenland erlebte nie dagewesene Niederschlagsmengen. Auch Teile Brasiliens, der Türkei und Bulgarien sind überflutet. Das sind Wassermassen, die alles zerstören, Infrastruktur, jeden privaten Besitz. Maximale Verwüstung sehen wir da und wirklich Milliardenschäden. Dann ein Hurrikan, der Richtung Florida unterwegs ist aktuell. Kanada haben wir erlebt mit Bränden, die kaum unter Kontrolle zu bringen waren. Und wir müssen auch nach Afrika schauen, an das Horn von Afrika. Dort leiden die Menschen unter der größten Dürre seit 40 Jahren. Wir haben global gesehen jetzt den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Und unser Thema heute im Presseclub ist Sommer der Extreme. Wo bleibt die globale Antwort auf die Klimakrise? Da muss er auch schon mal dazu sagen. Die Fakten sind da. Wir haben Wissenschaftler, die vieles belegen. Und trotzdem fragt man sich, für uns alle auch. Wo bleibt der Ruck? Wo bleibt die große Aufforderung, der große Schwung zu sagen, wir müssen das jetzt angehen? Darüber wollen wir diskutieren. Ich freue mich auf meine Gäste. Wir haben eine gute Runde heute für Sie hier unter anderem dabei. Herzlich willkommen. Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und Publizistin. Herzlich willkommen auch Jakob Schland, Ressortleiter Tagesspiegel Background Energie und Klima. Außerdem ist bei uns Carsten Schwanke, Meteorologe und Wissenschaftsjournalist. Und auch in unserer Runde ist die Kollegin Jule Zentek, freie Journalistin und Präsenterin für den WDR-Instagram-Kanal Klimaneutral. Und natürlich, wie immer, auch Sie gerne hier herzlich willkommen in unserer Runde. Sie können mitdiskutieren, Ihre Fragen stellen zum Thema auf den Social-Media-Kanälen des Presseclubs. Carsten, wir haben die Bilder jetzt gerade gesehen, die Regenmengen. Wir haben große Hitze auch erlebt in diesem Sommer. Ich schaue global, weltweit, weil man möchte ja sagen, wieso, wir hatten doch eigentlich einen nicht so dollen Sommer hier in Deutschland, sagt der eine oder andere. Ist das, was wir da erleben, was wir jetzt gesehen haben in Bildern, ist das menschengemachter Klimawandel in seinen Auswirkungen oder ist das Wetter? Wir haben doch vor 20, 30 Jahren hätten wir gesagt, diese beiden Begriffe müssen wir streng wissenschaftlich voneinander trennen. Wetter ist das, was jetzt da draußen passiert, was uns emotional berührt, und Klima sind langjährige Mittelwerte. Wir müssen aber sehen, dass wir diesen Klimawandel nicht dadurch spüren, dass irgendwelche statistischen Mittelwerte aus den Wolken herausfallen, sondern wir werden diesen Klimawandel über das sich ändernde Wetter erleben. Und genau das ist es. Und seit den 1990er Jahren hat sich das, was wir als Wetter erleben, komplett aus dem natürlichen Rauschen, aus der Variabilität heraus bewegt. Also alles, was wir jetzt an Wetter eigentlich erleben, das ist zurückzuführen in all seinen schönen und auch dramatischen und gefährlichen Auswirkungen, ist zurückzuführen auf diesen erhöhten CO2-Ausstoß. Und wenn wir nur mal das Jahr 2023 nehmen, du hast ja gerade gesagt, es ist das wärmste Jahr, das weltweit bisher gemessen wurde. Es ist aber nicht nur ein weiteres warmes Jahr, das sich jetzt irgendwie ein bisschen an die Spitze setzt. Ich kenne niemanden, der im letzten Jahr dieses Jahr so hätte vorhersehen können. Wir sehen Rekorde auf allen Ebenen. Wir haben noch nie dagewesene Ozeanwassertemperaturen. Und auch das nicht nur irgendwie ein bisschen mehr, sondern die aktuellen Messwerte springen deutlich über alles, was bisher gemessen wurde, heraus. Die Monate Juli und August, die wurden ja weltweit, waren es die ersten beiden Monate, die das 1,5-Grad-Ziel sozusagen gerissen haben. Und auch hier, das 1,5-Grad-Ziel, da reden wir von einem 30-jährigen Mittelwert. Also es sind aber die ersten Monate, die 1,5 Grad wärmer waren als normal. Und wir sehen ja die Folgen. Wir haben zum ersten Mal in 2023 in allen tropischen Meeresregionen Hurricanes, Taifune, tropische Wirbelstürme der höchsten Kategorie, Kategorie 5, jetzt schon gehabt. Und die Hurricane-Saison hat ja gerade erst richtig angefangen. Wir haben zum ersten Mal auf dem Atlantik zwei große Hurricanes gleichzeitig gehabt, vor anderthalb Wochen. Wir sehen Regenmengen, also was wir in Griechenland gesehen haben, das sind ja auch für dortige Regionen komplett neue Dimensionen. Dort ist 7-mal so viel Regen gefallen wie im Ahrtal. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das Tag für Tag neue Nachrichten. Ich sehe gerade, wie Frau Urner zuhört und zuschaut. Sie beschäftigen sich ja auch mit dem, was bei uns im Kopf passiert. Was Carsten gerade gemacht hat, waren ja wirklich starke Zahlen, Bilder, Eindrücke. Was macht das mit uns? Sagen wir dann, oh, das ist mir zu heftig, da schalte ich ab. Oder ist es wichtig, dass wir solche Fakten auch immer wieder rausholen? Ja, absolut. Und er hat im Prinzip im letzten Satz genau den richtigen Begriff gesagt, nämlich vorstellen.
Und wenn wir so ein bisschen historisch noch mal gucken, ist eigentlich das, was wir in der Klimakrise erlebt haben bisher, beziehungsweise wie wir es vorher häufig genannt haben, dem Klimawandel, war es immer ein Vorstellungsproblem. Weil wenn wir noch mal zurückgucken, so vor 20, 30 Jahren oder selbst 2022, haben sich die Menschen 23 anders vorgestellt. Wir konnten uns das im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorstellen. Und das war immer das Problem, das auch medial dann natürlich entsprechend abzubilden. Weil dann wurde halt über das Wetter geredet und es wurde irgendwie gesagt, naja, da sind die Eisbären und die stehen auf einer Scholle und die schmilzt jetzt so ein bisschen. Das ist von mir ganz weit weg, also von mir als Mensch ist das sozial, räumlich, zeitlich überhaupt nicht greifbar. Und jetzt haben wir so ein bisschen, und das ist die große Gefahr, und ich hoffe, dass wir hier und heute darüber sprechen können, wie wir aus dieser Vorstellungskrise jetzt nicht in die nächste Vorstellungskrise kommen, wo Menschen sagen, na jetzt ist alles zu spät, ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie wir Lösungen finden und wie wir unsere Gesellschaft transformieren müssen, damit wir eine gute Zukunft auf diesem Planeten haben. Aber ist es, Herr Schlant, eigentlich auch so, dass man sagen müsste, okay, wenn wir solche Bilder sehen, wenn wir Verwüstungen und Veränderungen, überhitzte Meere und so weiter, wenn wir darüber berichten, müsste man dann eigentlich auch jedes Mal nicht direkt dazu sagen, passt auf, folgende Auswirkungen sind dabei. Es geht um Klimaflüchtlinge, es geht aber zum Beispiel auch um Nahrungsmittelknappheit, um unseren Wohlstand. Müsste man das eigentlich immer mit dazu sagen? Oder ist es genau diese apokalyptische Aussage, wo alle sagen, jetzt geh mir aber weg damit? Man kann nicht immer jede Geschichte komplett auserzählen. Wie Sie es gerade angesprochen haben, es sind sehr, sehr viele Dinge eben auch miteinander verknüpft. Es gibt, hängt natürlich sehr von den politischen Systemen, der Stabilität eines Landes ab, ob man eben eine akute Krise auch in dem Moment bewältigen kann. Das ist ja bei Hungerkrisen auch sehr gut nachgewiesen, wie eng die mit politischer Stabilität verknüpft sind. Ich würde gern auf das Thema Optimismus oder Pessimismus nochmal zurückkommen. Ich glaube, das muss man nüchtern betrachten. Genau, es zeigt sich jetzt eben die Erwärmung. Wir merken es ganz privat, ganz persönlich. Früher gab es viele Sommer, in denen es keine einzige Tropennacht gab, also wo kein einziges Mal in Deutschland die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad gefallen ist. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das ist aber noch die harmlosere Seite. Natürlich diese Extremwetterzustände nehmen natürlich zu mit der Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Der Klimawandel wird fortschreiten. Die Frage ist, wird er katastrophal fortschreiten? Und da haben wir jetzt auch neue Zahlen. Darauf, glaube ich, würde ich gerne noch zu sprechen kommen. Wir steuern im Augenblick auf 2,4 bis 2,8 Grad Erwärmung zu. Das wäre katastrophal. Unter 2 Grad ist noch zu schaffen, 1,5 Grad nicht. Wir werden also noch eine Verschlechterung erleben. Aber wir müssen verhindern, dass es katastrophal wird. Aber Frau Zentek, das ist ja ein so ein Punkt, wo auch irgendwann das Verständnis immer bei Menschen aufhört. Ja, 1,5 Grad, jetzt haben wir was von 2,4. Das ist ein Grad mehr. Was wären denn die Auswirkungen? Einfach, dass wir das auch in der müssen wir jetzt wieder die Vorstellung bemühen, weil das ist ja noch nicht da. Aber was wäre eine Auswirkung von einem Grad mehr? Ja, also wenn wir mal bei dem bleiben, was wir jetzt schon sehen, diese Extremwetter, die wir jetzt in diesem Jahr vor allem hatten, die werden häufiger vorkommen, die werden noch stärker sein. Auch wir hier in Deutschland werden sie häufiger haben. Für uns bedeutet das vor allem in unserem Breitengrad mehr Regen. Also es wird feuchter, wo dann wieder einige sagen werden, ja, aber dann haben wir noch keine Klimakrise. Nee, das ist genau das Problem, dass wir diese Starkregen vermehrt haben werden, die wir auch im Juli hatten, wo dann auch schon wieder viele vergessen hatten, dass es Anfang Juli super heiß war. Also 3 Wochen Regen, dann ist immer Hitze schnell. Da war der Rasen schon braun, die Bilder haben wir damals alle gesehen. Ja. Genau, und das bedeutet aber eben vor allem bei uns eben mehr Regen. In anderen Teilen der Welt bedeutet, dass der Meeresspiegel steigt an, das bedeutet noch mehr Trockenheit. Ich war vor kurzem in Honduras, da habe ich das auch noch mal sehr deutlich selber gesehen, was das für dieses kleine Land bedeutet, dass der Meeresspiegel dort ansteigt und Orte ins Meer zieht. Also die gehen einfach verloren. Die Menschen können nichts mehr anbauen, die sind davon abhängig. Also viele sind Selbstversorger da vor Ort. Es ist aber so trocken, dass sie eigentlich schon vorher sagen, okay, es lohnt sich dieses Jahr nicht mehr. Und auch dort vor Ort Stürme, die dann wirklich auch alles zerstören, wo Menschen alles verlieren, die sowieso schon super wenig haben. Und das ist zwar räumlich weit weg, aber wir müssen eben auch an diese Menschen denken, die es nicht so gut haben wie wir. Wir haben dann im besten Fall, vom schlimmsten Fall, den Keller voll Wasser. Aber die Menschen verlieren eben alles. Kann ich ganz kurz da einem einhaken, weil es betrifft tatsächlich auch die Ernten hier. Also der Deutsche Bauernverband hat vor, ich glaube, 2 Wochen ist es her, und ich habe selbst einen Text dann dazu geschrieben, hat gesagt, dass wir in Deutschland gerade eine Zitterpartie erleben, was die Ernte hier betrifft. Mhm. Also um da vielleicht nochmal die Hilfestellung, absolut, ich bin bei allem, was Sie sagen, natürlich dabei, aber um auch nochmal hier die Vorstellungskraft auf den eigenen Teller zu projizieren, beziehungsweise sie da einfach auch vor Augen zu haben. Wir haben auch hier genau diese Probleme. Wir haben sie natürlich noch nicht jeden Tag vor Augen,
Augen. Und das, was Sie auch gerade gesagt haben, wir vergessen schnell. Also neben dieser Vorstellungskrise, die ich eben schon kurz angesprochen habe, haben wir eben einfach so ein Hirn in unseren Köpfen, das ist auf kurzfristiges Denken optimiert. So, und deshalb müssen wir uns als Gesellschaft in einer zivilisatorischen Gemeinschaft oder einem zivilisatorischen Prozess ja fragen, wenn wir das verstanden haben, da muss man ja auch nicht super schlau für sein, das zu wissen, ja, wir sind kurzfristig optimierte Wesen, wie müssen wir dann Strukturen bauen, damit wir nachhaltig leben aber und produzieren? Das ist deshalb auch ein sehr interessanter Punkt, weil wir sind jetzt schon wieder in dieser Situation, dass wir sagen, okay, so schlimm ist es, so schlimm wird es. Der eine oder andere wird vielleicht schon wieder sagen, jetzt höre ich das schon wieder, ich bin komplett abgenervt. Wir merken es auch hier in der Vorbereitung der Sendung. Es kommt auch immer wieder die Position, welche Krise, welche Klimakrise. Wie kommt das, dass viele Fakten da sind, die Wissenschaft klare Ansagen macht und trotzdem abgemildert darüber gesprochen wird oder es verleugnet wird? Hast du eine Idee, Carsten, woher das kommt? Ich glaube ganz groß, es fehlt immer noch am Verständnis dessen, was es wirklich bedeutet. Also deine Frage vorhin, 1 Grad, 1,5 Grad mehr, was ist denn das? Also ich meine, wir reden zurzeit die aktuelle Erwärmung in dieser Sprache der Klimaforschung 1,09 Grad. Um 1,09 Grad waren die Jahre 2000 bis 2020 wärmer als 1850 bis 1900. Wir sind nicht in der Lage, den Unterschied, den Temperaturunterschied hier in diesem Studio von einem Grad überhaupt nur zu fühlen. Jetzt geh mal raus und sag den Leuten, was so dramatisch daran sein soll, wenn es jetzt noch mal ein Grad wärmer ist. Und wir müssen uns aber in der gesamten Kommunikation auch von diesen statistischen Mittelwerten lösen. Wir müssen aufzeigen, was bedeutet das denn eigentlich? Wir müssen auf die einzelnen Orte schauen. Wir müssen es, glaube ich, wirklich ohne den Teufel an die Wand zu malen, aber zu sagen, Leute, 1,09 Grad und dann sehen wir diese Katastrophen im Jahr 2023. Nur mal ein Beispiel, weil wir eben so schnell auch vergessen. 1993 war im Nordwesten Deutschlands der letzte Sommer, in dem es keinen einzigen Tag über 30 Grad gab. Also das heißt, da war der wärmste Tag des Jahres 29, noch was. In dieser Woche, im September, hatten wir schon 5 Tage mit mehr als 30 Grad. Mhm. Das ist der Unterschied. Und wir werden eben, ja, wir werden mehr Regen, wir werden aber genauso auch verheerende Dürren bekommen bei uns in Deutschland. Es ist kein Widerspruch, wir werden mehr Dürren und mehr Starkregen bekommen. Und deshalb, wir müssen da hinschauen. Dann können wir auch etwas machen. Wir müssen aber wirklich dahin schauen, was auf uns zukommt. Unbestritten. Ich glaube, dass es auch wichtig und richtig ist, die Konsequenzen klar aufzuzeigen. Auch gewisse Widersprüche, zum Beispiel fragen sich die Leute, wie kannst du gleichzeitig trockener und feuchter werden oder Extremniederschläge geben. Das ist aber kein Widerspruch, es wird einfach wärmer, dadurch verdampft auch sehr viel mehr Wasser, dadurch kannst du zu Trockenheiten kommen. So. Es ist aber kompliziert und ganz wichtig, viele fühlen sich einfach auch machtlos, auch angesichts dieses Trommelfeuers an Nachrichten. Und ich glaube, das ist zum gewissen Teil auch nachvollziehbar. Es ist wirklich meiner Meinung nach die schwierigste Aufgabe, vor der die Menschheit je stand. Da steckt aber auch Optimismus drin. Wenn wir die gemeinsam lösen, als Kollektiv der ungefähr 8 Milliarden, dann haben wir etwas geschafft, was wirklich unglaublich ist. Wir haben nämlich ein Problem gelöst, wo jeder Einzelne nur sehr wenig dran ändern kann. Man trägt eben nur 1/1 zu den Emissionen bei. Deutschland trägt eben nur 2% bei. Heißt natürlich nicht, dass man sich aus der Verantwortung stehlen kann. Es macht es aber zu einem Problem, wo die Gefahr sehr hoch ist, dass die Leute einfach auf dem Zug nur mitfahren und die Vorteile einsacken, wenn andere das Klima schützen und ihre eigenen Emissionen aber gar nicht so viel an der Gesamtlage ändern. Trittbrettfahrerproblem nennt man das. Ja? Und das ist unglaublich schwer zu lösen. Aber ist und eine Sache, das dauert die wir Jahrzehnte. Und wir gehen das an über internationale Organisationen und so weiter. Aber es ist ein verdammt vertracktes Problem. Um vielleicht noch mal da zu bleiben, wie wir über dieses ganze Thema sprechen. Also wir haben ja jetzt auch wieder darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wie schlimm wird es eigentlich. Und dann sind wir ganz oft bei diesem Thema, was müssen wir alles jetzt deswegen lassen? Also was müssen wir aufhören zu tun, was müssen wir verbieten? Mhm. Und genau, Sie haben es gerade auch gesagt, es gibt Lösungen. Es ist nicht so, dass wir hier irgendwie vor, also es ist eine riesige Aufgabe, aber es gibt Lösungswege, die wir gehen können. Und wir konzentrieren uns aber immer so sehr darauf, was wir eben alles nicht mehr dürfen und abschaffen müssen und beenden müssen. Aber wir schauen uns eben dann nicht an, wie kann es denn aussehen, dass wir diese Welt, in der wir auch leben wollen, ja. Also wir wollen ja alle irgendwie, dass es uns gesundheitlich gut geht und wir nicht jeden Sommer bei 42 Grad alle Fenster zu machen und uns nur noch in die dunkle Wohnung verziehen, sondern dass wir viel mehr darüber sprechen müssen, wie kann das denn aussehen? Wie wollen wir als Gesellschaft zusammen leben? Und das ist ja eigentlich auch was Schönes, weil darin ja auch super viel steckt, wie wir unsere Lebensräume verändern können, unsere Städte verändern können, mehr Grün,
weniger Autos, mehr also Stichwort Fahrrad. Mehr Lösungen, genau. Und auch mehr positive, ja, Kommunikation. Klimaschutz ist auch eine Chance, werden wir auch gleich, ja, nochmal drauf schauen. Frau Unner, mich würde interessieren, Jule hat es gerade angesprochen, warum ist das eigentlich so, dass wir Klimaschutz und so weiter immer mit Verzicht in Verbindung bringen? Ja. Unser Gehirn ist eben nicht nur dieser kurzfristig denkende Apparat da oder diese Struktur, es ist keine Maschine, ein häufiges Missverständnis, dass wir es irgendwie als Computer sehen, aber so ein, ja, eine Infrastruktur da in unserem Kopf, wenn wir es vielleicht so uns vorstellen wollen, die eben nicht nur kurzfristig denkt, sondern natürlich auch alles, also ich sage jetzt so natürlich, aber ich sage gleich, warum ich natürlich sage, alles Negative schwerer gewichtet. Warum? Weil dieses Gehirn natürlich als erstes mal eine Aufgabe hat, uns am Leben zu halten. Sprich, wenn es eine negative Nachricht verpasst, dann kann das bedeuten, dass es sehr unangenehm bis hin zum Tode führt. Und deshalb haben wir sowas, das wird in der Psychologie als Verlustaversion bezeichnet. Also sprich, wir haben immer mehr Angst davor, etwas zu verlieren, als etwas zu gewinnen. Das kann man sogar beziffern mittlerweile, weil Studien gezeigt haben, wenn Menschen 10 Euro oder eine andere Währung dann verlieren, um einen ähnlich großen positiven Gefühlsimpuls zu haben, müssen wir 20 Euro bekommen. Also es ist ungefähr ein Faktor doppelt so groß. Ja. So, und das heißt, es ist eine zusätzliche Herausforderung, aber auch das alles bekannt, ja, weil es ja eben auch darum geht, was für Lösungen brauchen wir. Das ist alles da, das Wissen ist da, also sowohl in der Psychologie, wie funktioniert unser Gehirn und wie können wir besser damit umgehen, als auch in der Technik, wie schaffen wir Dinge wie Energiewende, nachhaltige Mobilität, Wohnen, Essen, alles, was dazugehört zu so einem Leben. Das, was aber noch fehlt, ist so die dritte Art des Wissens, beziehungsweise da müssen wir, wie ich sage, den Schalter noch mehr im Kopf umlegen, ist nämlich das jetzt anzunehmen und diese Vorstellung wirklich aktiv anzugehen und Strukturen zu schaffen, die das belohnen und nicht bestrafen. Da würde ich gerne mal den Schritt weitergehen. Wir haben jetzt so ein bisschen über den Status quo geredet. Wie fühlen wir uns? Wie sieht es draußen aus? Und was sind wir überhaupt im Moment bereit aufzunehmen und umzusetzen? Maßnahmen haben wir jetzt ja gerade schon gehört. Es ist ja einiges da. Es gab zwei wichtige Treffen in dieser Woche. Es gab den ersten Klimagipfel in Afrika. Da hat UN-Generalsekretär Guterres ganz deutlich gesagt, wir brauchen jetzt Quantensprünge. Also er sagt nicht mehr, Mensch, hier 2,30, 2,45, das sind doch so, wir haben doch Zeit. Hat sich dabei auch speziell Richtung G20 gewandt, die sich ja auch getroffen haben in dieser Woche. Und ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich fand es so interessant. Da gab es dann so Formulierungen wie, wir unterstützen die Bemühungen, das Handeln zu beschleunigen. Warum fällt es uns so schwer, eine globale Lösung zu finden? Warum haben wir nicht alle die Angst, das zu verpassen, vielleicht eine Todesgefahr ja auch zu verpassen? Was ist da los? Ja, ich glaube, das spielen zwei Phänomene eine große Rolle. Das eine wurde gerade schon angesprochen, das Trittbrettfahrerproblem. Einfach sich als Staatengruppe zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Ziel und ich gucke mal, was die anderen machen und kann mich erstmal ein bisschen zurücklehnen. Also das ist das eine große Problem. Und das andere ist eben einfach, dass wir ganz viele Zielkonflikte und verschiedene Interessen haben, die da an einem Tisch zusammenkommen. Natürlich gibt es Staaten, die ihren Reichtum auf den fossilen Energien aufgebaut haben und das gerne in den nächsten Jahren noch weitermachen möchten eigentlich. Und da spielt dann eben dieses Phänomen, das Gefangenendilemma heißt das in der Ökonomie, dass es nicht rational ist für diese Länder, Klimaschutz zu betreiben, weil sie alleine nichts verändern können. Das ist ja auch das, was wir alle selber kennen. So, wenn ich mir jetzt die Bambuszahnbürste kaufe, verändert das erstmal nichts am Grundproblem. Aber eben auch, wenn dieses eine Land anfängt, wirklich komplett auf die erneuerbaren Energien zu wechseln, 100% Strom aus erneuerbaren Energien, dann sind wir wahrscheinlich nicht näher an den 1,5 Grad als vorher, weil eben alle anderen fast 200 Länder von den UN-Mitgliedstaaten es nicht getan haben. Mhm. Und das heißt, rational ist es für einzelne Länder eigentlich, ja, nicht sinnvoll, das zu tun. Das heißt, wir brauchen diese Staatengemeinschaften. Deswegen ist auch total wichtig, dass es Treffen wie die G20 gibt und die UN-Klimaverhandlungen. Auch wenn es immer so aussieht, als würde da nicht so viel passieren. Aber am Ende hätten wir sonst das Pariser Klimaabkommen nicht und würden hier nicht über 1,5 Grad sprechen. Sprechen wir eigentlich noch darüber oder können wir das abhaken, 1,5 Grad? Es wird noch, aber unterm Strich können wir es eigentlich abhaken. Mhm. Wir werden es nicht mehr schaffen, weil wir auch das Ruder nicht so schnell rumkriegen. Ich glaube übrigens, es würde sich sehr wohl für einzelne Länder sehr lohnen, dort als Vorreiter sich zu positionieren, weil die Länder, die sich ganz vorne positionieren und als Erste zeigen, wie es geht, die sind auch eine Blaupause für andere und die setzen sich eben auch wirtschaftlich für die nächsten Jahrzehnte an die Weltspitze. Also wir reden ja auch darüber, dass auch Unternehmen, die als Erste es schaffen, den Weg zur CO2-Neutralität hinzulegen, die sind ja auch im internationalen Wettbewerb stärker aufgestellt. Es ist auch eine Arbeitsplatzsicherung, es ist eine Zukunftssicherung. Das sind Märkte, die da entstehen. Aber was ich sehe, ist wirklich eine ganz große Angst,
bei den Menschen und ich glaube auch bei vielen etwas an dem, wie wir es gelernt haben, uns zu verhalten, daran etwas zu ändern. Und das, dann kommen diese Ängste. Ich glaube, das Problem ist, dass dieser Weg, also natürlich, wenn man es dann geschafft hat, hat man die Vorteile. Das Problem ist der Weg dorthin, weil ich mich erstmal in einem, ja, im Wettbewerbsnachteil bin, weil ich mich für einen Produktionsweg entscheide, der für mich teurer ist und alle anderen können weiterhin billig produzieren. Es kostet Geld. Es wird auf jeden Fall anstrengend. Ja. Also geistig anstrengend, man muss sich hinsetzen und muss sich überwinden, etwas zu tun und es wird auch Geld kosten. Ja. Vielleicht ein Wort zum Thema Gewohnheiten an der Stelle, weil genau das ist so das, was in meinem Kopf dann hochploppt, wenn ich dieser Diskussion dann da folge, weil wir natürlich auch diese Gewohnheitsweg, wir kennen das alle, Umgangssprache, ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und genau das sehen wir gerade auf globaler Ebene, also auch in allen möglichen Organisationsformen, nicht nur ich als Individuum mit der Bambuszahnbürste, sondern eben auch als Stadt, als Land, eben auch als Zusammenschluss und es kostet so viel Mut, zu sagen, so, wir machen das jetzt anders oder ich mache das jetzt anders. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, jetzt lösungsorientiert gedacht, diese Kernfrage sich zu stellen, welche Organisationsform ist für ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Chance, wenn wir schon mal ein bisschen lösungsorientiert framen, verpacken wollen, ist die richtige Ebene. Und da sehen wir zum Beispiel, dass Staaten vielleicht nicht immer die beste Lösung sind, sondern eher Städte und Kommunen. Warum? Weil wir automatisch mehr den Teller vor uns haben, nämlich die soziale Nähe. Weil das Wetter, wir hatten eben schon Fenster aufmachen und Dinge spüren oder eben auf dem Teller wahrnehmen, das nehme ich halt direkt wahr. Und das ist ja ganz häufig, egal wie bei Durchschnittstemperaturen oder staatlichen Finanzierungen und so weiter, kann ich mir das nicht vorstellen. Und wenn es große Zahlen sind, sowieso nicht. Das kann unser Hirn erst. Also müsste man ein bisschen an sich ranholen. Ich finde es auch ganz interessant. Auch hier die Frage, muss Deutschland in so einer Frage eigentlich sich als Vorreiter positionieren, Herr Schlein? Sollten wir uns da positionieren? Wir sind überhaupt gar kein Vorreiter mehr. Also das ist ein lange gepflegtes Vorurteil der Deutschen über sich selbst. Fast positives Vorurteil, nur weil wir die Ersten waren, die angefangen haben, Müll zu trennen und Solaranlagen zu fördern. Wir sind da ins absolute Mittelfeld abgerutscht. Ich würde Sie gerne mit ein paar Grafiken dazu unterstützen, weil wir wollen zwar nicht zu sehr jetzt über Zahlen und in nicht verständliche Details gehen, aber wir müssen natürlich über CO2-Emissionen sprechen. Und da gibt es eine Entwicklung, wir schauen uns das hier mal an. Die Kurve ist ansteigend, was die globalen Emissionen angeht. Und ich meine, wir haben gerade darüber gesprochen, wir wissen, das ist der Hauptfaktor, da müssen wir ganz radikal eigentlich runtergehen. Jetzt sehen wir, es steigt an und die Prognosen sind aus, wird auch noch in den nächsten Jahren ansteigen. Da muss ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, sind wir eigentlich verrückt? Sind wir irre, Frau Urner? Warum? Was? Also danke, weil genau diese Folie zeige ich bei Vorträgen, wenn ich über das Thema spreche und stelle dann diese Frage dem Publikum und sage, sind wir eigentlich alle irre? Also global gesehen. Mhm. Wir müssen natürlich nochmal differenzierter an Länder. Gucken wir uns auch gleich nochmal an, genau. Und so weiter schauen. Aber global gesehen wissen wir seit Jahrzehnten, was wir tun müssen, tun aber genau das Gegenteil, weil wir jetzt mit Rückblick auf das letzte Jahr einen neuen Rekordwert von 36,8 Gigatonnen CO2 erreicht haben. Mhm. Das Problem entsteht ja dann, da sind wir wieder bei den Durchschnittstemperaturen, kann sich irgendjemand, weder hier in der Runde noch jetzt vielleicht an den Geräten dieser Nation, vorstellen, was 36,8 Gigatonnen CO2 sind? Natürlich nicht, ja. So, das heißt, wir müssen natürlich andere Näherung, und das ist die Aufgabe von gutem Leadership, wie es dann so auf Neudeutsch häufig heißt, oder eben auch politischen Strukturen und gesellschaftlichen Debatten, uns zu überlegen, wir wissen das doch alles, rational, kognitiv, haben wir das verstanden? Nicht, dass es alle wissen, aber wir als Menschheit sozusagen, ist das Wissen da? Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie müssen wir das runterbrechen, damit wir endlich von diesem irren Pfad runterkommen. Weil die Definition von irre, wäre genau oder ist genau das. Dann brechen wir das mal noch ein bisschen weiter herunter. Herr Schlein, wir schauen uns die Balken mal dazu an. Und da sehen wir nämlich, dass Deutschland, 83 Millionen Einwohner, auf Platz 7 liegt bei den CO2-Emissionen. Und wir sehen auch gleich wieder ein sehr beliebtes Argument. Ja, aber am Ende sind es ja nur, oder in dem Fall hier sogar weniger als 2% insgesamt global gesehen, was Deutschland angeht. Ja, aber dann können wir doch eh nichts machen, Herr Schlein. Also diese Grafik finde ich immer, die stiftet mehr Verwirrung, als tatsächlich Aufklärung zu leisten. Indien zum Beispiel hat pro Kopf natürlich dramatisch niedrigere CO2-Emissionen als Deutschland. Oder ein anderes Gedankenexperiment, wenn sich China in seine etwa 30 Provinzen aufspalten würde, wäre dann das China-Problem auf einmal weg. Man muss auch dazu sagen, die EU insgesamt mit den 27 übrigens auf Platz 3 hinter China und den USA. Ja, ne? Also wir können jetzt uns immer kleiner aufteilen. Das ist ja das, genau, was Sie meinen. Und dann Bayern, sind wir und dann gar nicht mehr zuständig. Köln und so weiter. Dann ist man irgendwann gar nicht mehr zuständig. Mhm. Genau. Darum kann es also nicht gehen. Es geht schon um die CO2-Emissionen pro Kopf. Das ist das zentrale, der zentrale Maßstab auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir aber ganz froh sein können, dass die Emissionen doch von
der Hauptteil der Emissionen, etwa 2/3, auf diese ganz wenigen großen Länder entfällt, was das etwa, politisch etwas weniger kompliziert macht. Es gab ja die Idee von Olaf Scholz des Klimaklubs, Länder dazu zu bringen, gerade die großen Industriestaaten dazu zu bringen, gemeinsam einen CO2-Preis, was extrem wichtig wäre, einzuführen, über Europa hinaus. Das macht mir im Augenblick ehrlich gesagt am meisten Sorge, dass die regelbasierte Weltordnung, die noch nie so richtig gut funktioniert hat, natürlich im Augenblick durch den Blockkonflikt China-USA sehr, sehr stark gefährdet ist. Über Russland brauchen wir gar nicht zu reden. Das wird es schwerer machen. Wir brauchen eine Welt, die auch politisch zumindest gemeinsame Ziele produktiv verabreden kann, um die globalen Emissionen zu senken. Was wir gerade ja gehört haben, G20, da konnte man sich ja jetzt auch nicht wieder auf etwas vereinbaren, richtig, dass man sagt, fossile Energien sollen abgeschafft. Das sind alles immer nur, wir unterstützen weiterhin Handlungen. Jetzt haben wir gerade über Lösungen gesprochen, Frau Sente. Gibt es denn die Möglichkeit zu sagen, es gibt eine, zwei Maßnahmen, die funktionieren jetzt. Wenn wir es jetzt machen würden, gibt es das denn oder ist das wirklich zu naiv gedacht? Ich glaube, wenn es jetzt eine Lösung für alles gäbe, das wäre sehr schön. Aber es sind eben die vielen kleinen Dinge, die passieren müssen. Ein Emissionshandel ist schon einfach das Instrument, wo man sagen kann, da kann man einfach super viel mit abdecken. Nicht nur jetzt wie in diesem Klimaclub, was ja vor allem den Industriesektor abdecken soll, sondern eben alle Sektoren, die wir haben, die gerade CO2 ausstoßen, die Landwirtschaft, die jetzt immer noch nicht in irgendeinem Emissionshandel gerade abgedeckt ist, der Verkehr, Gebäude, ja, Energiewirtschaft grundsätzlich. Es gibt da schon vereinzelt eben Emissionshandel auf EU-Ebene, auf Deutsch, also auf nationaler Ebene hier in Deutschland, aber eben noch nicht dieses Modell, dass wir das irgendwie global haben. Und das wäre natürlich ein großer Hebel, wenn man das schaffen würde. Aber das scheitert natürlich daran, dass gerade viele Staaten andere Interessen haben oder dann auch sagen, da können wir nicht mitgehen oder das ist super schwierig, das auszuhandeln. Aber es wäre meiner Meinung nach das effektivste Mittel und auf jeden Fall eigentlich was, worauf man sich mal verständigen müsste. Also vielleicht ganz kurz, um es auch in einem Satz runterzubrechen. Wir müssen einfach aufhören, fossile Energieträger zu nutzen. Also das ist sozusagen das übergeordnete Ziel, beziehungsweise das ist das staatliche. Rechnen Sie damit, dass das beim nächsten Weltklimagipfel im Dezember so beschlossen wird? Ja, das ist ja jetzt die Frage der Vorstellungskrise. Also wir können ja zum Beispiel hier und heute jetzt, ohne jetzt total naiv klingen zu wollen, schon mal sagen, okay, was müsste denn dafür passieren, damit genau das an ein Bild wird, was wir uns vorstellen können und welche Maßnahmen brauchen wir dafür. Weil wenn wir direkt wieder in diesen Modus gehen, naja, das wird halt nicht passieren. Und die haben die Interessen und die haben die Interessen, naja, es kann ja nur scheitern. Sondern einfach mal fast so ein bisschen naiv, wie es häufig Kindern oder so vorgeworfen wird, zu fragen, okay, was bräuchten wir denn dafür? Und es fällt so im Hirn ziemlich schwer, ich weiß, weil es geht ja immer in diesen Aber-Modus, in Deutschland ist das besonders ausgeprägt, ja, und sagt dann, ja, aber die und die. So, und aber einfach das mal zuzulassen, jetzt habe ich ja selbst aber gesagt, und zu überlegen, was brauchen wir denn dafür? Weil das ist das Ziel. Nochmal, das haben wir global vereinbart. Vor mittlerweile über 8 Jahren. Und es ist völlig klar, Stichwort sind wir eigentlich alle irre, dass das passieren muss. Die Frage ist einfach nur, wie viel Katastrophe, und das haben wir ja eben auch schon hier einmal ganz gut zusammengefasst, denke ich, wie viel Katastrophe muss noch passieren? Aber damit es so in Deutschland kommt. Machen wir es doch. Also wir sind nicht 1,5 Grad kompatibel. Kompatibel, ja. Aber wir sind unter 2 Grad kompatibel. Also gerade noch Paris kompatibel mit 2035 CO2-freier Stromsektor. Und der Stromsektor wird immer wichtiger werden durch E-Mobilität, Wärmepumpen und so weiter. Und 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Und da passiert ja auch sehr viel. Umstellung auf Wasserstoffwirtschaft und so weiter. Klimaziele 2030 werden wir nicht erreichen. Also wir haben ja hunderte Studien und einen Regierungsplan, der uns genau dahin führt. Aber mit Verspätung, da hat Frau Zente recht, wir schaffen 2030, schaffen wir nicht. Nee, aber das würde wirklich mit einem Wohlstandsverlust einhergehen, der der Bevölkerung nicht zu vermitteln ist. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, dass wir da noch mal eben hinkommen, weil wir waren gerade schon bei der Zahnbürste unterwegs. Das sind ja die globalen Zusammenhänge, über die wir jetzt sprechen. Und trotzdem bleiben wir am Ende individuell mit unseren Ängsten, aber auch mit den Konsequenzen, die wir dann vielleicht leben müssen. Carsten, wie ist das? Wir haben es erlebt, Klimaschutz ist auch in Deutschland etwas, war mal auf Platz 1 im Deutschland-Trend, jetzt ist es gerade wieder auf Platz 3. Wir verdrängen gerne, wir sagen gerne aber. Warum rutscht das auch beim Individuellen immer so weit weg? Du könntest ja wahrscheinlich, eigentlich könntest du gar nicht abschalten. Du machst jeden Tag Wetterbericht. Passiert dir das auch manchmal, dass du sagst, ach, das ist jetzt gerade gar nicht so mein Thema? Eigentlich nicht. Also es beschäftigt mich schon eigentlich rund um die Uhr, mehr oder weniger. Und ich stelle mir auch ganz oft diese Frage. Aber was ich beobachte ist,
In diesem Jahr sind wir, glaube ich, zum ersten Mal haben wir etwas erlebt, was wir in den letzten Jahren so noch nicht erlebt haben. Auf einmal durch die Diskussion um das Heizungsgesetz war jeder auf einmal privat betroffen. Und glaube, ganz viele Menschen haben auf einmal einen Taschenrechner, einen Bleistift und ein Blatt Papier hervorgeholt und haben auch gerechnet. Oh, das, was kostet mich das denn jetzt, wenn ich jetzt in den nächsten Jahren in meinem Haus die Öl- oder Gasheizung rausbaue und eine Wärmepumpe installiere? Da hängen ja noch andere Sachen dran. Und in dem Moment bekommen die Menschen Angst. Viele können sich das auch erstmal nicht leisten. Deshalb ist diese Diskussion auch, wie wir das sozial abfedern, wie wir das auch finanziell schaffen können, die ist genauso wichtig. Wir müssen an der Stelle wirklich auch gucken, dass wir die Menschen mitnehmen. Ansonsten werden die Politiker, die schauen auch auf die nächste Wahl. Werde ich gewählt oder werde ich nicht gewählt? Und danach wird entschieden. Und wenn die Stimmung in der Bevölkerung so ist, dass je schneller sozusagen es auch für mich finanzielle Konsequenzen hat und etwas kostet, dann mache ich mein Kreuz an einer anderen Stelle, dann ist das eine weitere ganz große Bremse in dieser Gesellschaft auch. Zwei Sätze, ich versuche es auf zwei Sätze zu reduzieren, weil das leisten können. Ich glaube, das ist der Kernbegriff an der Stelle. Können wir uns das leisten? Und viel zu häufig, oder es darf eigentlich gar nicht mehr passieren, also wir müssen natürlich niemandem verbieten, das zu sagen, aber dass wir anfangen abzuwägen, können wir uns Klimaschutz leisten? Weil jede Studie, jede Analyse finanzieller Natur zeigt uns, wenn wir jetzt nicht handeln, wird es nur noch teurer. Und ich mache es vielleicht ganz konkret. Glauben wir wirklich, dass sich irgendjemand in Griechenland oder die anderen zahlreichen Bilder, die wir eben gesehen haben, sich vorhin gesetzt hat, ach, können wir uns das jetzt leisten, wenn so und so viele Häuser weggeschmissen werden? Nein, natürlich nicht. Also die Frage ist einfach, schaffen wir dieses kurzfristig denkende Hirn nicht zu überlisten, sondern einfach anzunehmen und zu sagen, ah, okay, das ist diese Tendenz in uns allen. Egal, ob ich Politikerin bin, ob ich Moderatorin bin, Journalistin oder Mensch, der irgendwie seine Heizung bezahlen will oder die Heizkosten. Und was brauchen wir dann für Strukturen, damit es nicht noch teurer wird? Aber wie könnte man das denn schaffen? Also weil man kennt diese Studien, dass am Ende des Tages werden wir für die Katastrophen immer mehr bezahlen. Also die Anpassung wird viel teurer als jeder Cent, den wir jetzt in die CO2-Emissions Erniedrigung reinstecken. Richtig. Warum kriegt unser Gehirn das nicht hin? Also ich kann gerne, aber Sie haben auch Luft geholt. Ja, weil das mit dem Gehirn ist total interessant. Aber ich finde, die politische Qualität ist da so eklatant wichtig, dass das Gehirn vielleicht gar nicht so im Vordergrund steht, unsere menschlichen Schwächen. Im besten Fall haben die Politiker auch. Also das Heizungsgesetz wurde ja gerade angesprochen. Wir sprechen ja über die Welt, aber letztlich sagt das Pass pro Toto auch sehr viel aus. Es gab zwei ganz grundlegende Fehler. Erstens, es gab keine klare CO2-Bepreisung. Das klingt erstmal abstrakt, aber wenn ich mich als Heizungsberater, Sie haben es gerade gesagt, die Leute saßen wirklich mit dem Bleistift das erste Mal da. Und wenn ich gar nicht weiß, was ich da bei Erdgas im Jahr 2035 eintragen soll, weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Weil ich gar nicht weiß, wie hoch der CO2-Preis dann ist, und der muss sehr hoch sein, dann lohnt sich diese vielleicht ja auch scheinbar noch mal eine Gasheizung einzubauen. Dabei ist total klar, dass CO2 sehr, sehr teuer werden wird. Und da keine klare Zahl zu liefern, der erste Kardinalsfehler. Der zweite Kardinalsfehler, keine Förderregeln und keine regionale. Sie haben vorhin die Städte ins Spiel gebracht. Die können ja nicht alleine, denn die sind noch viel kleiner als die Staaten. Aber da muss es ja umgesetzt werden in den Kommunen. Und keine Förderregeln zu haben, den Leuten nicht zu sagen, ihr bekommt die und die Unterstützung, das bekommt ihr nicht. Und den Kommunen nicht zu sagen, ihr braucht die und die Regeln und dann gelten diese Vorschriften für die Heizung. Aber das kann man sich ja fast gar nicht ausdenken, wie schlecht gemacht das war. Und da kann man auch global sehr viel draus lernen. Genau das sind eben die Dinge, die das auch begleiten müssen. Noch ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel das Klimageld, das die Ampel auch nicht auf die Reihe kriegt. Also die Rückzahlung der Einnahmen durch den CO2-Preis. Das würde ja auch soziale Fragen gleich mit beantworten. Davon würden ja Ärmere überproportional profitieren, was eine Pro-Kopf-Auszahlung wäre. Und die Reichen oder Wohlhabenden stoßen eben mehr CO2 aus, zahlen also auch mehr. Aber genau das ist die politische Dimension von dem, was ich auf vielen Ebenen erklärt habe. Und Herr Schwank hat es ja eben auch gesagt, Politik wird gemacht in unserem Land mit einem 4-Jahres-Zyklus, in anderen Ländern irgendwie 3 oder 5 Jahre. Und genau das ist so, also ich bin dankbar, dass Sie genau diese konkreten Dinge jetzt ausgeführt haben, weil das ist das, was ich quasi neurobiologisch, haben ja auch Politiker und Politikerinnen so ein Hirn und denken halt an den nächsten Wahlzyklus. Und deshalb haben wir diese klaren Zahlen nicht. Genau deshalb brauchen wir da andere politische Vorgaben, damit diese Sicherheit im wahrsten Sinne des Wortes trickle-down dann durchgeht. Das ist ein wichtiger Begriff, politische Vorgaben. Brauchen wir mehr Vorgaben? Weil gleichzeitig gibt es natürlich auch nicht wenige
Menschen, die sagen, ich möchte nicht bevormundet werden. Ich möchte selber entscheiden, was ich einkaufe, was ich esse. Ist das vielleicht ja zu viel oder brauchen wir die Bevormundung? Ich glaube, der wichtige Punkt, auf den wir hier gerade auch eigentlich alle zu sprechen kommen, ist diese Verunsicherung, die einfach in der Bevölkerung da ist, weil man nicht weiß, was mache ich jetzt eigentlich und was ist der richtige Schritt. Und da braucht es mehr Orientierung, weil Menschen da sehr viel investieren müssen. Das ist oft das Ersparte. So eine Solaranlage auf dem Dach, die kostet. Und da kann man sich nicht noch mal eben dann noch ein E-Auto und die Wärmepumpe im Keller und zack, zack, zack. Aber wird es leichter, wenn das jemand für mich entscheidet, du musst jetzt eine nehmen? Das wird genauso teuer sein, auf jeden Fall. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man dann schon mal zeigt, okay, die und die Optionen, die sind nicht sinnvoll. Die sollte man nicht mehr irgendwie mit in ein Heizungsgesetz schreiben, wie zum Beispiel Wasserstoff. Mhm. Wasserstoffinfrastruktur wird es für die privaten Haushalte nicht geben, ist auch eher ineffizient, weil Wasserstoff einfach sehr, sehr viel mehr Strom braucht, um das überhaupt herzustellen, die Elektrolyse. Braucht 6-mal so viel Strom, als wenn wir eben direkt den Strom nutzen für eine Wärmepumpe. Und das heißt einfach, wir bräuchten mehr grünen Strom, den haben wir sowieso schon mal nicht. Wir haben auch nicht viel grünen Wasserstoff später zur Verfügung, den braucht die Industrie. Kann man sich irgendwann zusammenrechnen, okay, macht eigentlich keinen Sinn für private Haushalte, dann schreibt man sowas nicht mehr in ein Gesetz rein. Mhm. Aber tut man kann in bestimmten Situationen, ich glaube auch, dass es flächendeckend gar keine Rolle spielen wird, ja. Aber bei bestimmten sehr ländlichen Blockheizkraftwerken oder ähnlichen kann es schon sein, dass Wasserstoff eine gewisse Rolle spielen wird. So eine Vorfestlegung. Ich finde es schwierig, weil Menschen natürlich jetzt denken, okay, ich nehme eine H2, also eine Gasheizung, die ich später auch mit Wasserstoff betreiben kann. Das wird kann. In den meisten Fällen. Aber ist das, Frau Ohner, ist das etwas, was uns wirklich helfen würde, wenn wir sagen würden, wir kriegen klare Vorgaben, so wird es gemacht, du nimmst jetzt die Bambuszahnbürste und Solaraufsatz. Nein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann absolut verstehen, also ich tick ja genauso, ich möchte nicht vorgeschrieben bekommen, was ich zu tun habe. Und deshalb müssen wir einen Schritt zurückgehen und verstehen, wir haben immer eine Beeinflussung. Also Politik ist doch genau dafür, also gesellschaftliches Zusammenleben, dafür da, Rahmenstrukturen zu schaffen. Um es ein bisschen konkreter zu machen, wir haben auch jetzt eine massive Beeinflussung, zum Beispiel durch Subventionen. Ja, wenn wir sehen, welche Subventionen zum Beispiel gerade in die Produktion von bestimmten Lebensmitteln und eben nicht in andere Lebensmittel gehen, dann wird mir damit ein Produkt günstiger verkauft, was vielleicht eigentlich einen viel höheren Preis hat. So zum Beispiel bei Fleisch der Fall. Und genauso bei fossilen Energieträgern der Fall. Also wenn wir uns da mal wirklich ehrlich machen, auch da wieder wie die CO2-Kurve, wirklich ehrlich machen und die Zahlen ganz so nüchtern wie möglich anschauen, dann sehen wir, dass wir immer Strukturen haben, gewachsen aus den bisherigen Jahrzehnten und bestimmten finanziellen Interessen, die dahinter stecken. Und jetzt ist einfach nur, es klingt so einfach, es ist natürlich nicht einfach, die Frage kam mir eben auch schon, aber die zu verstehen, diese Beeinflussung ist immer da, wie wollen wir es denn jetzt gestalten, damit es besser ist, damit Klarheit da ist, damit eine Incentivierung, also eine Belohnung in ein Verhalten da ist, was nachhaltig, also ein bisschen länger als bis morgen Mittag, uns allen gut tut. Ich würde gerne an der Stelle, so, weil wir auch schon Richtung Ende kommen, sind wir denn bereit für Klimaschutz? Also wir haben, ich finde, weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich erlebe schon, dass viele Menschen sagen, ich möchte, ich trenne auch meinen Müll, ich mach doch, ich möchte. Sind wir bereit, Carsten, was ist dein Eindruck in Deutschland auch zu sagen, wir gehen diese Schritte mit, wir lassen uns da auch von Lösungen überzeugen? Ich sehe absolut viele positive Beispiele und ganz viele Menschen sind bereit. Aber ich finde, was wir gerade auch diskutieren, wir müssen die Leitplanken so ausrichten, dass wir die Menschen mitnehmen, dass es eben auch ein Gewinn ist. Also in all den Gemeinden, wo die Bürger der Gemeinden mitbeteiligt sind an einem Bürgerwindpark, gibt es keinen Protest dagegen. Die Leute sehen das am Ende des Jahres in ihrem Portemonnaie. Und auf einmal habe ich Menschen, die sagen, super, wir verdienen damit Geld, mein Strompreis wird niedriger. Und davon müsste es eigentlich noch viel mehr geben. Also ich würde mir zum Beispiel beim Thema Verkehr, wir wissen alle, dass wir einen CO2-neutralen Verkehr brauchen und einen sehr modernen Verkehrssektor. Ich möchte von Hamburg nach München mit dem Zug in 3 Stunden fahren, von Köln nach Berlin in 2,5 Stunden. Und das wäre kein Rocket Science. Das gibt es weltweit. Ganz viele tolle Beispiele, die das schaffen würden. Und dann hätten wir keine Verbotsdiskussion von innerdeutschen Flügen. Dann würde jeder freiwillig auf das Auto oder auf ein Flugzeug verzichten, wenn so etwas gut funktionieren könnte. Und mehr in diese Richtung. Und dann hätten wir ganz viele Leute, die dabei mitmachen würden und sagen, genau das ist doch der Weg der Zukunft. Ich finde es super, weil jetzt haben Sie die Frage beantwortet, die Sie mir eben gestellt haben. Ja, er erarbeitet sich auch ein bisschen was im Passiv. Aber genau das ist der Punkt. Einfach diese positiven, diesen Nutzen, den wir dadurch auch haben können, wie es unser Leben besser machen wird, das müssen wir viel mehr betonen. Und ich glaube auch eben, und das ist auch eigentlich ja die Frage der Sendung, die globale Antwort ist am Ende die nationale. Wie schaffen wir das als Deutschland und wie können wir dann auch andere
inspirieren andere Länder, die dann eben auch sehen, ah, okay, so habt ihr das gemacht und so habt ihr das geschafft. Und am Ende funktioniert das so, weil auf den Klimakonferenzen, da funktioniert das nicht so, dass niemand aber sagt am Tisch. Aber am Ende funktioniert das damit, dass dass Staaten sagen, ah, okay, ihr habt das so gemacht mit eurem Stromnetz, vielleicht ist das auch eine Idee für uns. Und das ist eben dann das, was passieren muss. Herr Schland, würde das wirken? Wir haben jetzt auch gerade, gibt neue Informationen und Zahlen auch aus Paris. Die sind gerade ganz begeistert von ihren Fahrradwegen zum Beispiel. Ist es das, wir reden über Lösungen, wir reden über positive Besetzung. Ist es das, womit man Menschen dazu bekommt, zu sagen, ich habe auch Lust auf Klimaschutz? Ja, ich glaube, wichtig ist wirklich die Botschaft. Es geht hier nicht um Verarmung, es geht hier nicht auf halbem Weg zurück in die Steinzeit. Die IEA hat das versucht mal auszurechnen, die Internationale Energieagentur, bis 2050 und global. Was müssen wir eigentlich machen? Und das war total interessant. Nur 8% der Einsparungen sind wirklich echte Verhaltensänderungen. Also echter, teilweise auch Verlust, zum Beispiel, dass man den Wohnraum eben begrenzt hält. Wir haben ja 10 Quadratmeter mehr als vor 20, 30 Jahren. Kann man schon die Frage stellen, ob wir in den 90ern mit unserem Wohnraum tierisch unglücklich waren. Muss man nicht zurück, aber egal. 2/3 sind Technologiewechsel, also zum Beispiel vom Verbrenner aufs E-Auto. Das ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, ich bleibe mobil. Das gilt doch für ganz viele Bereiche, wo wir einfach die Technologien haben, zum Beispiel auf strombasierte, erneuerbaren-basierte Technologien. Und dann gibt es noch 1/3, von dem sieht man gar nichts, weil das in den großen Fabriken passiert. Ja, grüner Stahl und sowas, kriegt man gar nichts mit von. Also man kann eigentlich sehr optimistisch sein, das ist alles machbar, ohne großen Wohlstandsverlust. Das finde ich einen Satz, den ich gerne zum Ende des Presseclubs so mitnehme. Danke Ihnen erstmal für diese Runde hier. Es geht weiter bei Phoenix und WDR 5 mit dem Presseclub Nachgefragt. Da können Sie bei uns bleiben. Oder hier auch im Ersten, das Europa-Magazin beschäftigt sich übrigens heute auch mit dem Klimamaßnahmen aus Sicht von Brüssel, aber vorab auch natürlich noch mal das Thema das große Erdbeben in Marokko. Vielen Dank für Ihr Interesse, Dankeschön für die Impulse hier und vor allem auch für Lösungsansätze und vielleicht versuchen wir es einfach mal. So nehme ich Ihre Botschaft noch mit, Herr Schland. Danke Ihnen fürs Zuschauen. So, und da sind wir zurück beim Presseclub Nachgefragt. Schön, dass Sie bei uns geblieben sind. Wir schauen auf unser Thema heute, Sommer der Extreme. Wo bleibt die globale Antwort auf die Klimakrise? Und da wollen wir jetzt gerne unsere Zuschauerinnen, Zuschauer, Hörerinnen und Hörer mit reinnehmen. Und wir fangen mal an mit Silke Müller-Lehmann aus Oberrixien. Das ist in der Nähe von Stuttgart, lese ich. Hallo. Hallo, ich bin jetzt in der Sendung, bin ein bisschen aufgeregt. Das macht gar nichts. Ich habe eine Frage an die Runde. Und zwar sehen Sie nicht auch ein bisschen eine Mitverantwortung der Medien an dem, wie mit Klimaaktivisten umgegangen wird? Wir haben momentan die Situation, dass die letzte Generation mittlerweile schon angegriffen wird, tatkräftig von einigen provozierten Autofahrerinnen und Autofahrern. Es wird immer noch nicht darüber gesprochen, was die eigentlich wollen, sondern es wird über den Protest noch gesprochen. Wir hatten jetzt eine Pressekonferenz der letzten Generation und auch die haben beklagt, es wird nicht über Inhalte gesprochen. Ich finde es toll, dass Sie das jetzt heute in der Sendung gemacht haben. Sondern es wird über die Protestform gesprochen. Und ich möchte da wissen, ob Sie auch, und das ist an alle in der Runde, einfach eine Verantwortung der Medien sehen. Amnesty International hat zum Beispiel beklagt, dass die letzte Generation in Präventivhaft genommen wird, also die Mitglieder. Und es wird über dieses Demokratiedefizit nicht in den Medien groß berichtet. Frau Müller-Lehmann, ich danke Ihnen für Ihre Frage und auch für die Beschreibung des Problems. Also ich möchte dazu sagen, über diese, wir haben sogar hier im Presseclub schon über die Präventivhaft gesprochen. Also man kann jetzt nicht sagen, es wird nicht drüber gesprochen. Aber Medien an sich und der Umgang mit Berichterstattung, Herr Schland, Sie hatten gerade direkt aufgezeigt. Ja, ich finde, diese Präventivhaftgeschichte ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Es gab vor 3-4 Monaten einen Bild-Zeitungsartikel, den ich auch sehr problematisch fand, in dem nämlich nicht ganz korrekt quasi suggeriert wurde, man könne da auch als Notwehr Gewalt einsetzen gegen die Protestierenden. Das fand ich beides überhaupt nicht gut oder finde ich beides überhaupt nicht gut. Ich finde aber auch die Protestform überhaupt nicht gut. Sie haben es gerade schön gesagt, ja, es wird ja nur darüber gesprochen, aber nicht über die Inhalte. Ja, genau, weil man diese Protestform wählt. Also
Das große Problem, das ich damit habe, ist, dass man wirklich Menschen in ihrem Alltag behindert. Die ganz normale Leute sind mittags um 13 Uhr in Berlin. Das sind sogar, würde ich sagen, eher die ärmeren Leute, die einfach ihrem Job nachgehen müssen, die Dinge ausfahren, die werden aufgehalten, können ihrem Alltag nicht nachgehen. Aber Herr Schlanter, da sind wir jetzt bei der Protestform und es ging ja auch so ein bisschen in die Richtung Berichterstattung. Ja. Ist das... Also der Vorwurf ist normalerweise andersrum, dass die Medien zu stark sich aus einem links-grün orientierten Milieu rekrutieren in ihrem Personal. Es gibt sicher Medien, die da komplett dagegen gehen. Ich finde jetzt unsere Medienlandschaft eigentlich insgesamt sehr ausgewogen. Sie ist auch vielfältig nach rechts und nach links. Dann nehmen wir mal Ulf Althoff-Kramer aus Detmold mit dazu. Hallo, Herr Kramer. Ja, guten Tag zusammen. Ich bin sehr froh, dass Sie dieses Thema gewählt haben. Schön. Wir haben einen Bauernhof und Wald und wir erleben, dass wie die Klimakrise durch unsere Wälder rast und dass sie einfach mit einer Heftigkeit und mit einer Schnelligkeit über uns hereinbricht, wie wir das eigentlich überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Sie gefährdet wirklich die Fruchtbarkeit unserer Felder und die Zukunft der Höfe und verursacht schon jetzt unermessliche Schäden. Und es ist ganz klar, es wird keine globale Antwort auf diese Menschheitskrise geben, wenn wir selber keine Antwort geben bei den Weltklimakonferenzen. Wenn wir von den anderen was fordern, was wir selber nicht ausreichend tun, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen können wir uns nur an die Spitze der Unterzeichner des Paris-Vertrages, dieses Völkerrechtsvertrages setzen und dann die anderen bitten, es mitzutun oder aufrufen. Diese Krise ist einfach so existenziell, wie es das noch nie gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Und wir sind dabei, unsere wunderbare Welt sehenden Auges zu einem lebensfeindlichen Ort zu machen. Und das Problem ist, das Schlimmste ist, dass unsere Kinder keine Chance haben, es zu heilen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, das Ruder herumzureißen, wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt ist nur noch die Chance gegeben, dann können sie es nicht mehr heilen. Für entsetzlich lange Zeiträume sind sie dann dazu verdammt, in dem verheerenden Klima zu leben, welches wir ihnen geschaffen haben. Und deswegen müssen wir jetzt diesen Populismus... Haben Sie eine Frage noch an die Runde? Weil ich nehme Ihre Eindrücke sonst gerne hier mit in die Runde. Aber haben Sie auch eine konkrete Frage? Wir müssen den Populismus, der derzeit sich breit macht in der Klimakrise, in der Klimafrage überwinden, der auch teilweise sogar aus Teilen der jetzigen Regierung kommt. Wir müssen uns zusammenschließen als Gesellschaft und einen sachlichen und verantwortlichen Umgang damit hinbekommen. Okay. Sonst haben wir keine Chance, dieses Problem zu lösen. Und wir müssen als Gesellschaft das Problem jetzt lösen, indem wir uns zusammenschließen. Die Politik muss auf Populismus verzichten. Wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen? Da ist auch Ihre Frage. Dankeschön auch für Ihre Eindrücke. Und vor allem kann man vielleicht sagen, auch Frau Urner, das war jetzt ein klassisches Beispiel auch dafür. Er hat es auch selbst erlebt. Er spürt es quasi vor der Haustür. Ist das auch wieder etwas, wo man sagt, so entstehen dann andere Eindrücke? Wollte ich gerade sagen. Und das ist super, weil wir jetzt noch mal vielleicht ganz kurz oder ich ganz kurz den Punkt mit, wie reden wir eigentlich über Klimaschutz? Klimaschutz ist eigentlich Menschenschutz. Und das hat der Hörer gerade sehr, sehr schön auf den Punkt. Also sehr dramatisch natürlich auch, aber eben schön im Sinne von, das kann jeder nachvollziehen. Das ist fühlbar, das ist erlebbar. Und er erlebt es eben in seiner Umgebung, in seiner Heimat. Und das ist ein ganz wichtiger Begriff vielleicht auch noch an der Stelle. Jeden Tag jetzt. Und deshalb dahin zu kommen und nicht zu sagen, können wir uns Klimaschutz leisten oder ist das Klimaschutz? Nein, es ist Menschenschutz. Es geht um unsere aller, inklusive aller Menschen, die jetzt hier leben und noch ein paar Jahre vor sich haben, ein gutes Leben zu gestalten. Und deshalb müssen wir, glaube ich, auch weg von diesem, wie gesagt, nehme das gerne als Aufhänger hier nochmal mein Mini-Plädoyer, nicht vielleicht über Klimaschutz zu reden, sondern auch da andere Bilder, auch nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, andere Begriffe zu nutzen, damit eben nicht automatisch, weil er ja eben auch den Populismus noch am Ende angesprochen hat, in diese Lager verfallen. Wir müssen weg von diesem, das ist ein grünes Thema oder ein linkes Thema oder was auch immer. Das geht um alle Menschen, egal welche Partei ich wähle, weil Essen und Atmen müssen wir alle. Mhm. Ich würde mir aber da anhaken darf, ich würde mir auch sogar wünschen, dass wir die Leitplanken auch gesetzlich, es gibt einige Länder, die das deutlich stärker in Gesetze gegossen haben, Schweden zum Beispiel, dass wir die Leitplanken gesetzlich festmauern und nicht noch populistisch, auch selbst in der Regierung, noch darüber diskutieren, ob wir es überhaupt machen wollen. Mhm. Davon müssen wir wegkommen. Also das sollten wir schon ganz klar sagen, das ist der Weg. Und zwar mit dem CO2-Pfad und die, finde ich, die politischen Verantwortlichen können sich dann innerhalb dieser Leitplanken, die aber stärker gegossen werden müssen, als sie es bis heute sind, können sich da drin in den politischen Wettbewerb bewegen. Mhm. Damit wir aber nicht noch im Jahr 2023 über das Ob überhaupt diskutieren. Ich würde gerne Markus Hofmann noch mit dazu nehmen aus Erlangen. Hallo, Herr Hofmann. Ihre Frage, bitte. Ja, hallo.
Also ich habe folgende Frage. Ich war in Griechenland. Es gab ja jetzt Mittelgriechenland das größte Feuer in Europa. Es war sehr schwierig, dem überhaupt Herr zu werden, weil massiv Löschflugzeuge fehlen. Der Brand, der war katastrophal groß. Und danach gab es plötzlich diese Regenfälle in der Nähe, ja auch in diesem Gebiet in der Nähe. Also wie gesagt, der Boden ist natürlich auch eruiert durch die verbrannten Bäume. Das heißt, er kann das Wasser nicht mehr fassen. Gibt es Murenabgänge und was weiß ich. Der Punkt ist folgendes. Mich würde interessieren, also diese Wälder, die halten ja unglaublich viel Wasser, Feuchtigkeit. Was passiert bei den Bränden, wenn diese Feuchtigkeit dann in die Atmosphäre geht? Kann dieses Extremwetterereignis in Griechenland die Folge von diesen Extrembränden, die vorher stattgefunden haben und gelegt worden sind von 99 Brandstiftern, das konnte man eruieren. Die Frage ist, kann dieses Extremwetterereignis, kann es von diesen Bränden kommen? Okay. Danke. Herr Hofmann, danke schön für Ihre Frage. Carsten, gibt es da... In dem Zusammenhang nein. Also wir wissen, dass Brände lokal auf jeden Fall auch Gewitter, starke Regenschauer auslösen können aufgrund der starken thermischen Entwicklung. Aber hier hatten wir eine andere Entwicklung. Also es gab wirklich jetzt ein Tiefdruckgebiet, oder besser gesagt, es ist kalte Luft in Höhenschichten Richtung Mittelmeer geflossen. Und dann hatten wir eine sehr spezielle Situation, eine nach wie vor sehr hohe Wassertemperatur im Mittelmeer, in der Höhe kältere Luftmassen. Und dieser große Temperaturunterschied, der führt zum einen zur Entwicklung eines Tiefdruckgebietes, das sich dort dreht. Wir hatten eine unglaubliche sozusagen Verdunstungsrate aus dem viel zu warmen Mittelmeer. Und dadurch wurde das Tief stärker, als es ohne Klimawandel gewesen wäre. Und dadurch hatten wir eben mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Und mehr Feuchtigkeit bedeutet nicht nur mehr Regen, sondern Wasserdampf ist der größte Energieträger in der Atmosphäre. Das heißt, dadurch war es eben auch noch deutlich intensiver. Die Gewitterwolken wurden größer und der Regen war in der Intensität eben auch stärker. Das hatte aber mit den Bränden davor so nichts zu tun. Wolfgang Hampel aus Heidelberg ist heute auch bei uns. Herzlich willkommen, Herr Hampel. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Also ich rufe aus Heidelberg an, wie gesagt, und wir haben ja eigentlich das Image einer grünen Stadt. Aber wir stellen fest, dass wir immer mehr Schottergärten hier kriegen, dass das Bewusstsein überhaupt nicht da ist. Und obwohl es ein Gesetz gibt in Baden-Württemberg, wenn man sich an die Ämter wendet, man kriegt auch keine Hilfe. Die Schottergärten bleiben und solange sich das nicht ändert, tja... Wenn da kein Bewusstsein ist, frage ich mich, wie wollen wir überhaupt an die Ziele kommen? Ja, danke schön, Herr Hampel, für die Frage. Das ist eigentlich gerade dieses ganz Individuelle, was er da jetzt angesprochen hat auch. Ne? Das ist dieses, man ärgert sich, dass noch nicht mal der Nachbar hinkriegt, den Schottergarten nicht abzuschaffen. Aber es spielen halt wieder soziale Normen mit rein. Also diese Schottergärten, ich weiß jetzt nicht genau, müsste jemand aus der Runde sagen, ich weiß es nicht, wann das auf einmal in Anführungsstrichen schick wurde, ja, so einen Schottergarten zu machen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das nirgendwo gesehen habe und dann kam das so langsam. Plötzlich überall, ja. Genau, so. Und es ist so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine soziale Norm geworden, ist, einen Schottergarten zu haben, aber dass es halt etwas ist, worüber man sich auch ein Stück weit, ohne es jetzt zu groß aufhängen zu wollen, identifiziert. Es ist in Ordnung geworden und man gehört vielleicht auch jetzt, ne, dazu, wenn man so einen Schottergarten hat. So, und dann setzt man sich, da sind wir wieder bei dieser sozialen Nähe, dann setzt man sich halt über bestimmte Vorschriften, wie es ja auch gerade der Hörer geschildert hat, hinweg, weil man sagt, okay, das ist aber wichtiger. Und da sind wir genau wieder bei dieser Herausforderung. Was ist näher an den Menschen dran? Ja? Und die Verbindung und die Vorstellungskrise, es ist halt nicht da, ach, dieser Schottergarten führt jetzt vielleicht dazu, dass andere Lebensbereiche von mir negativ beeinflusst werden. Diesen Moment oder diese 3-4 Schritte, die man da machen muss, die sind halt häufig nicht so offensichtlich. Da brauchen wir wieder die Leitplanken, die wir eben hatten. Und natürlich auch andere soziale Normen. Also welche Geschichten erzählen wir uns von, was ist ein guter Garten? Ich glaube, da spielt auch rein, wie wir dann miteinander kommunizieren. Also dass wir nicht von oben herab sagen, dein Schottergarten ist schlecht, weil, sondern wirklich auf Augenhöhe versuchen, weil vielen Menschen ist das ja auch nicht bewusst irgendwie. Die haben gedacht, das ist schön, haben ja alle anderen auch. Macht nicht so viel Arbeit, muss man auch dazu sagen, ist wahrscheinlich erstmal, will man keinem unterstellen. Ganz wichtig, da auch vernünftig zu kommunizieren und nicht von oben. Wir nehmen Edgar Birkenkrüger mit rein aus Karlsruhe. Hallo. Ja, hallo, Birkenkrüger aus Karlsruhe. Ich habe eine Frage, und zwar, ich höre die ganze Zeit auch von Ihnen in der Runde, dass wir bereits schon in einer Klimakatastrophe uns befinden. Und ich habe mein Problem damit, wie kann man den Leuten vermitteln,
in welchem Zeitfenster, und ich denke manchmal, das muss ja einfach sich ein kleines Zeitfenster sein, damit wir China, die USA, Indien, die ja massiv CO2 ausstoßen, dass wir die zur Reduzierung bringen, dass das Klima überhaupt noch so besteht, wie wir es jetzt haben. Und wenn Sie schon schildern, dass wir jetzt schon uns in einer Katastrophe befinden, dann vermute ich natürlich auch, dass das bei den Menschen im Lande was auslöst, vielleicht sogar Ängste auslöst. Und es wird ja teilweise medial jeden Tag, ist das in der Tagesordnung, dass man nur noch über Katastrophen redet. Und ich hätte gern gewusst, welchen Zeitrahmen brauchen wir eigentlich, damit wir das Klima reduzieren, beziehungsweise die CO2-Ausstoße reduzieren können, und dass wir dann irgendwo auch sagen können, okay, in dem Zeitfenster sollte dies passieren. Okay, alles klar. Danke Ihnen für die Frage. Vielleicht noch mal der Hinweis, wir haben heute das Wort Klimakrise hier benutzt. Also mir ist das schon wichtig, wir haben nicht von der Klimakatastrophe gesprochen, weil es ist einfach vielen Menschen wichtig, wie wir formulieren. Aber Herr Strand, haben wir ein Zeitfenster? Können wir da irgendwas zu sagen? Ja, da kommt ja wieder diese Hilflosigkeit, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dieses Gefühl der Hilflosigkeit ins Spiel. Wir haben uns schon verbessert. Ich glaube, das ist wichtig. Wir sind früher auf 4,5 Grad Klimaerhitzung zugesteuert. Diese Kurve, die wäre ja weiter nach oben gegangen mit dem zunehmenden Wohlstand der Schwellenländer, der in den letzten 20 Jahren stark gestiegen ist. Wir haben also es immerhin geschafft, dass eine Kurve, die mal so verlief, jetzt so verläuft. Ne? Und wir sind jetzt nur noch auf dem Weg zu 2,3 bis 2,7 Grad. Das wäre sehr, sehr, sehr schlecht. Das hätte enorme Konsequenzen für Ernten, für Wetterkatastrophen und so weiter und so fort. Und wir müssen auf unter 2 Grad kommen. So, Herr Merz zum Beispiel hat gesagt, ja, also er hat suggeriert von der CDU, der Parteivorsitzende, wir haben jetzt, sollten mal ein bisschen Pause machen, 10 Jahre Pause oder so. Das wäre falsch. Wir müssen wirklich kontinuierlich weiterarbeiten. Also die Zeit drängt, aber es gibt nicht einen Tag X, das finde ich schlecht übrigens auch von Letzte Generation, dass das suggeriert wird, an dem dann alles verloren ist. Weil dieser Tag wird kommen und da wird es sich immer noch lohnen, ganz viel zu tun, sagen wir mal 2025 oder 2028. Und mit dieser ewigen Weltuntergangsrhetorik löst man dieses Ohnmachtsgefühl. Aber dass eine Orientierung braucht man hat. Also vielleicht ja schon eine zeitliche. Ja, genau, es gibt ja schon konkrete Daten, also Jahreszahlen, die eben auch vom Weltklimarat immer wieder kommuniziert werden, dass wir eben bis 2025 den Peak bei den weltweiten Emissionen erreicht haben. Können wir uns wieder auf diesem Graph anschauen, das ist nicht mehr lang. Und bis 2030 eben auch die Emissionen um ja, mehr als 40% reduzieren wollen, im Gegensatz zu den Emissionen, die wir 2019 hatten. Also das sind schon Zahlen und das sind viele Wissenschaftlerinnen, die diese Berichte schreiben, die da jahrelang zu geforscht haben. Und das sind Zahlen, an denen wir uns orientieren sollten, die auch, glaube ich, den Staaten mehr als bekannt sein sollten, denn die müssen diesen Bericht immer wieder verabschieden. Und ja, das ist das, was uns eigentlich wir uns als Ziel jetzt setzen sollten. Okay, wir haben eine kleine Vorgabe jetzt noch zum Ende. Das war der Presseclub nachgefragt. Danke Ihnen für Ihre Meinungen und Fragen und danke auch nochmal an die Runde fürs Antworten. Einen schönen Sonntag, den darf man ruhig genießen. Stürmische